Für den nächsten Aussichtspunkt im Berliner Raum fahre ich mit der S-Bahn S5 Richtung Mahlsdorf, an den Rand der Stadt. Hier am S- und U-Bahnhof Wuhletal, einem Umsteigebahnhof direkt an der Wuhle gelegen, beginnt unsere Reise zu der Biesdorfer Höhe im Süden von Berlin-Marzahn. Satte Wiesen und ein parkähnlicher Baumbestand begleitet mich auf dem Weg entlang der Wuhle. Birken verleihen diesem Ort einen heimatlichen Charme. Unweit eines hölzernen Objekts, das zum Verschnaufen einlädt, entdecke ich die Abbiegung zur Biesdorfer Höhe. Die ersten Treppen sind in Sichtweite. Die paar Treppchen nehme ich mit links, denke ich mir nebenbei. Doch schon bei der nächsten Wegbiegung musste ich feststellen, dass ich es mir zu einfach gemacht habe. Ganz schön steile Stufen gibt es hier. Teilweise begleitet mich ein Handlauf durch das Dickicht des waldähnlichen Bergbewuchses. Auf der finalen Treppenebene erblicke ich die Hochebene von Biesdorf. Ich bin angekommen am Gipfel der Biesdorfer Höhe und stehe hier vor einigen Zeugnissen der alten Inkas aus Südamerika. Oder vielleicht doch nur Vandalismus? Schade, eigentlich passen die bunten Klinkerstrukturen hierher, zwischen all dem übermächtigen Grün. Auch Schilking-Plattform genannt, gesponsert vom ortsansässigen Spirituosenhersteller, macht dieser Ort eher ein trauriges Bild. Durch das überwuchernde Gestrüpp an jeder Ecke der Plattform kann man nicht wirklich etwas sehen von der Stadt oder der Umgebung. Die Biesdorfer Höhe ist nach den Ahrensfelder Bergen mit 114,5 Metern und dem Kienberg mit 102 Metern die dritthöchste Erhebung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die früher kleine Anhöhe wurde von 1713 bis zum Ersten Weltkrieg als Müllberg genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre wurden Schutt und Trümmer, zum Beispiel vom Bau der ehemaligen Stalinallee oder nach der Sprengung des Berliner Stadtschlosses, auf dem Biesdorfer Berg abgelagert, wodurch die eiszeitlich bedingte natürliche Höhe von 45,8 Metern auf 82 Meter anstieg. Auf der südlichen Seite der Anhöhe kann man den Berg ganz bequem auf einem sich dahinschlängelnden Weg hinablaufen. Hier ist es sehr naturbelassen, mit bewachsenen Abhängen und einem alleenartigen Baumbewuchs am Rande des Weges. Allerdings, wenn man zurück zur anderen Seite will, muss man entweder die Bundesstraße entlanglaufen oder den Berg querfeldein über Stock und Stein erklimmen, hinauf zur Schilking-Plattform, wo es dann per gepflasterten Treppen mit Handlauf den Berg hinuntergeht, dorthin, wo unsere erste Stufe erklommen wurde. Ein Smiley schenkt mir auf den letzten Metern sein freches Grinsen. Mein Fazit für diese Erhebung auf berlinerischem Stadtgebiet: Trepp auf, Trepp ab ist nicht jedermanns Sache, allenfalls etwas für sportliche Wanderer. Dafür glänzt der Weg durch ein märchenhaftes Naturerlebnis für all die, die diese Treppen nicht besteigen wollen.